Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video habe ich wieder mal eine schöne Taschenlampe, und zwar wieder eine von True Night. Hierbei handelt es sich um eine Kopflampe, und zwar ist das der Nachfolger der TH10, die sich auch in meinem Besitz befindet. Und zwar handelt es sich hierbei um die TH20. Zuerst schauen wir in den Lieferumfang der TH20. Die Taschenlampe kommt in einem kleinen Pappkarton daher. Dieser sieht natürlich wieder sehr schlicht, aber auch sehr schick aus. Wir öffnen ihn einfach mal und sofort sticht uns die Taschenlampe ins Auge. Wir nehmen die Taschenlampe heraus und finden des Weiteren in dem Paket noch einen Ersatzbefestigungshalter für die Taschenlampe. Dieser Gummihalter ist nochmal als Ersatz gedacht, falls der Originalhalter kaputt geht. Somit müsst ihr nicht gleich nachkaufen und könnt hier aus eurem eigenen Repertoire sofort ersetzen. Des Weiteren haben wir zwei Dichtungen zum Abdichten des Batterieschachtes, und wir haben natürlich auch unser Stirnband mit im Lieferumfang, mit dem wir die Taschenlampe an unserem Kopf befestigen können. Kommen wir zu den technischen und physikalischen Daten der Taschenlampe. Die Taschenlampe wird betrieben von einer Cree XPL V6 LED mit einer Standardlebensdauer von ca. 20 Jahren und mehr. Die Stromversorgung dieser Taschenlampe erfolgt hier in diesem Fall mit einer AA-Batterie oder mit einer 14.500er wiederaufladbaren Batterie. Diese Kopflampe hat natürlich wie gewohnt auch wieder mehrere Betriebsmodis. Diese Betriebsmodis sind abhängig von der verwendeten Batterie. Mit der AA-Batterie haben wir nicht so viel Leistung. Mit der 14.500er Batterie, mit dem 14.500er Akku, haben wir hier etwas mehr Leistung. Ich teste hier mit der AA-Batterie, was für uns folgende Werte bedeutet. Beginnen wir als erstes mit dem Firefly-Modus. Der Firefly-Modus hat 0,3 Lumen und kann somit die Kopflampe im optimalsten Zustand 14 Tage am Leuchten halten. Als zweites haben wir den Low-Modus. Der Low-Modus hat 1,6 Lumen und damit kann die Taschenlampe im optimalsten Fall 21 Stunden arbeiten. Hier in diesem Fall gibt es allerdings jetzt keine weiteren direkten Stufen mehr. Jetzt können wir stufenlos die Leuchtleistung per Dimmer hoch oder runter drehen. In der höchsten Standardstufe hat die Taschenlampe 230 Lumen und kann ca. 95 Minuten betrieben werden. Diese Taschenlampe hat natürlich auch einen Turbo-Modus. Diesen aktiviert ihr, indem ihr zweimal den Ein- und Ausschalter betätigt. Somit bekommt ihr 250 Lumen für ca. 93 Minuten. Des Weiteren haben wir auch noch einen SOS-Modus. Im SOS-Modus blinkt die Taschenlampe bei maximaler Helligkeit. Um dieses zu erreichen, müsst ihr aus dem Turbo-Modus nochmal zweimal den Ein- und Ausschalter betätigen. So kommt ihr in den SOS-Modus. Wir können uns auch natürlich noch einmal die TH20 im Vergleich zur TH10 anschauen. Hier haben wir das Lichtbild der TH10. Und hier das Lichtbild der TH20 im Vergleich dazu. Dasselbe nochmal auf größere Entfernung. Hier leuchten wir eine Straße aus. Hier auch wieder die TH20 im direkten Vergleich zur TH10. Die reinen physikalischen Daten der Taschenlampe sind 70 mm Länge, ca. Durchmesser 24 bis 25 mm und das Gewicht liegt zwischen 90 und 100 Gramm ohne Batterie. Die Leuchtweite dieser Taschenlampe liegt ca. bei 67 Meter. Und dann kommen wir gleich zu den Härtetests. Die Stoßfestigkeit dieser Taschenlampe ist mit 2 Meter angegeben. Ich möchte das natürlich etwas übertreiben und werfe hier die Taschenlampe aus dem zweiten Stock aus einem Fenster auf einem harten Betonboden. Und wir sehen, auch dieses hat die Taschenlampe ohne Probleme überstanden. Sie lässt sich noch einschalten. Sie hat nur wenige Kratzer einstecken müssen. Auch eine Wasserdichtigkeit hat diese Taschenlampe aufzuweisen, und zwar ist die Taschenlampe nach dem XP8 Standard 1,5 Meter für 30 Minuten wasserdicht. Auch dieses wollen wir etwas übertreiben. Ich nehme hier diese Taschenlampe, lege sie in dieses Glas, schalte meine Espressomaschine ein, erzeuge mit ihr warmes bis heißes Wasser und gebe dieses Wasser auf die Taschenlampe. Somit haben wir eine Wassertemperatur von irgendwo zwischen 50 bis 60 Grad. Und in diesem Wasser lassen wir die Taschenlampe für ca. 10 Minuten liegen. So, die Zeit ist jetzt verstrichen, die 10 Minuten sind um. Wir entnehmen vorsichtig die Taschenlampe aus dem Wasserglas. Sie ist immer noch sehr heiß.
und wir schauen, ob die Taschenlampe das überlebt hat. Wir sehen, die Taschenlampe leuchtet immer noch. Ich schalte die Taschenlampe einfach mal aus. Wir trocknen sie leicht ab und schauen uns das Glas der Taschenlampe an. Das Glas der Taschenlampe weist keinerlei inneren Beschlag auf. Damit ist die Taschenlampe komplett wasserdicht geblieben. Mein obligatorischer Überfahrtest darf natürlich hier auch nicht fehlen. Bei Taschenlampen dieser Qualitätsstufe überfahre ich gerne mal die Taschenlampen mit dem Auto. So sieht man wirklich, ob sie was taugen oder nicht. Ich mache das hier einfach mal. Wir fahren mit dem PKW darüber. Es ist ein SUV mit ca. 1,5 bis 2 Tonnen. Und hier ist das Endergebnis. Die Taschenlampe hat auch das ohne Probleme weggesteckt und funktioniert noch tadellos. Zu guter Letzt habe ich hier noch einen absoluten extremen Härtetest. Auch diesen benutze ich gerne bei derartigen Taschenlampen. Somit sehe ich, ob irgendwelche sehr plastischen Teile an diesen Taschenlampen verbaut sind. Diese würden nämlich bei diesem Test schmelzen. Ich zünde einfach die Taschenlampe an. Wir brennen die komplette Umgebung der Taschenlampe nieder. Achten darauf, dass wir eine hohe Flammtemperatur haben. Wir lassen es lange brennen und lassen natürlich das Feuer schön langsam herunterbrennen. Ist nun das Feuer heruntergebrannt, nehmen wir vorsichtig die Taschenlampe aus dem Feuer. Sie ist natürlich immer noch sehr heiß, aber wir sehen, alles hat tadellos funktioniert und auch diesen Test hat die Taschenlampe ohne Probleme überstanden. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines kleinen Härtetests von der TH20. Die TH20 steht meiner Meinung nach der TH10 in fast keinem Punkt nach. Eventuell ist die Lichtleistung etwas schwächer als bei der TH10. Dafür haben wir bei der TH20 einen ganz massiven Vorteil. Wir können hier Standardbatterien verwenden, das heißt Batterien in der Form von AA. Die bekommen wir hier an jeder Ecke und können somit die Taschenlampe sofort betreiben, ohne Spezialbatterien kaufen zu müssen. Auch sehr schön finde ich jetzt bei dieser Taschenlampe, dass sie etwas kleiner geworden ist und preislich natürlich auch nochmal eine ganze Ecke günstiger als die TH10. Noch ein wichtiger Hinweis, diese Taschenlampe wurde mir natürlich vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu dem Produkt findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, schaut einfach hier in den Anmerkungen vorbei. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Auch kein Problem. Abonniert doch einfach hier diesen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.